Reisen nach Langkawi wie Malaysia. Autor Selzamkenzi. Der Autor war kürzlich in Malaysia in Langkawi und die Insel Langkawi lockt Urlauber mit dem ältesten Regenwald der Welt. Es ist eine düstere Sage, die nach dem Glauben der Einheimischen das Schicksal der malaiischen Insel Langkawi bestimmt. Die Geschichte ist rund 200 Jahre alt und handelt von Prinzessin Masuri, der schönsten Frau Langkawis, die des Ehebruchs angeklagt wurde. Obwohl sie bestritt, ihren Mann betrogen zu haben, wurde sie verurteilt und mit einem Dolchstoß hingerichtet. Weißes Blut soll, so will es die Legende, zum Zeichen ihrer Unschuld aus der Wunde geflossen sein. Um sich zu rächen, belegte Masuri die Insel für den Zeitraum von 7 Generationen mit einem Fluch. So sehr viele Malaien auch heute noch an diese Geschichte glauben, inzwischen hat sie ihren Schrecken verloren. Jetzt ist die Frist abgelaufen, der Fluch gilt nicht mehr, und eine neue Zeit bricht an, heißt es überall. Ob man nun abergläubisch ist oder nicht, eins steht fest. Langkawi ist im Aufwind, und das liegt auch am wachsenden Tourismus. Langkawi, das ist eine Gruppe von 99 Inseln, die auf einer Fläche von 25 mal 28 Kilometern vor dem malaiischen Festland in der Andamanensee liegen. Nur 4 dieser Inseln sind bewohnt, darunter auch die mit Abstand größte Insel, Langkawi, nach welcher der Archipel benannt ist. Zwar lässt sich die Anreise mit dem Flugzeug vor allem für Urlauber aus Europa nicht umgehen. Doch wer zumindest für die Strecke von Singapur nach Kuala Lumpur nach Alternativen sucht, dem empfiehlt sich ein besonderes Verkehrsmittel. Der legendäre Eastern Eight Oriental Express, in dem man auch heute noch wie zu britischen Kolonialzeiten reist. Auf der beschaulichen Fahrt ab dem Bahnhof Keppel Road in Singapur hat man einen besonders reizvollen Blick auf die exotische Umgebung, die im Zeitraffer an einem vorbeizieht, riesige Palmen- und Bananenplantagen, kleine bunte Tempel und zahllose Hütten, vor denen Kinder winken, Dörfer, in denen Malaien in Autos oder auf Mopeds an Bahnschranken Schlange stehen. Man sieht Bauern mit Strohhüten, die in ihren Reisfeldern arbeiten und innehalten, wenn der Zug vorbeifährt. Die Felder leuchten in einem satten Grün, wie man es nur in den Tropen findet. Und die Luft flirrt förmlich vor Hitze. Wenn man schließlich nach rund 8 Stunden Zugfahrt in Kuala Lumpur ankommt, dauert es nur noch eine halbe Flugstunde, bis Langkawi erreicht ist. Zuerst fällt der üppig wachsende Regenwald auf. Dank der fruchtbaren vulkanischen Erde bedeckt er rund 2/3 des Eilands. Ganzjährig herrschen hier 80 bis 90% Luftfeuchtigkeit, bei Temperaturen von durchschnittlich 30 bis 35 Grad. Daneben gehören traumhafte Badestrände zu den Trümpfen, mit denen Langkawi aufwartet. Die Insel ist ein regelrechtes Paradies für Liebhaber tropischer Naturlandschaften, und besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden bieten sich Exkursionen ins Inselinnere an. Begleitet von einem Guide geht es beispielsweise in kleinen Booten zu einer Fahrt auf den Kilim-Fluss, dessen Ufer von Mangroven gesäumt sind. Vom Wasser aus lässt sich die Fauna des Regenwalds gut beobachten. Dort huscht ein Warren ins Unterholz, da klettert flink eine Makakenafen-Familie durchs Gebüsch. Zwischen uralten Feigenbäumen und Riesenfarnen turnen Davanraffen in den Baumwipfeln. Manchmal wird der Motor ausgeschaltet, um Legudane und segelnde Adlerpaare nicht zu stören. Ein besonderer Anblick sind die seltenen Weißkopfseeadler, die sich mit 2,5 Meter weit ausgebreiteten Flügeln vom Himmel in die Fluten stürzen, um ihre Beute zu schnappen. Den wohl spektakulärsten Blick hat man jedoch bei einer Fahrt mit dem Cable Car, einer erst kürzlich gebauten, hochmodernen Seilbahn. Mit ihr erklimmt man an der Westküste den 713 Meter hohen Gipfel des Mat Kinkang. Das Herz klopft einem bis zum Hals, wenn man in der Gondel über die Kronen des bergigen Regenwaldes schwebt. Ganz oben erwartet den Besucher eine Hängebrücke aus Stahl, die über den Abgrund zwischen 2 Bergrücken gespannt ist. Und bei guter Sicht hat man von einer der Aussichtsplattformen einen beeindruckenden Panoramablick über Langkawis schöne Inselwelt. Neben Flora, Fauna und Landschaft hat Langkawi allerdings noch einiges mehr zu bieten, zum Beispiel in der Hauptstadt Kua.
Seit die Insel zur zollfreien Zone erklärt wurde, gilt die Stadt als Einkaufsparadies. Und so reihen sich entlang der Hauptstraße neben Restaurants und Hotels auch Duty-Free-Shops aneinander. Auch die großen Hotelketten haben Langkawi inzwischen entdeckt. So steht etwa an der unberührten nordöstlichen Spitze der Insel mit dem Four Seasons, das schönste Hotel-Resort Malaysias. Dort sind sowohl die Strandvillen als auch die einstöckigen Pavillons dem traditionellen malaiischen Dorfhaus nachempfunden. Für Wassersportler ist besonders eine der kleinen Nachbarinseln Langkawis geeignet, die Privatinsel Rebak Island. Dort eröffnete erst kürzlich die indische Hotelkette Tetai Hotels Resorts and Palace, ihr erstes Haus in Südostasien, mit eigenem Yachthafen. Hochseefischen, Segeln, Tauchen und Schnorcheln, alles ist möglich auf und um Langkawi mit seinen bizarren Klippen und geheimnisvollen Höhlen, die einst Piraten als Zufluchtsort dienten. Nach 7 Generationen ist der böse Bann endgültig gebrochen.